wortwörtlich zitieren kann, was für Schulbücher in Österreich in Verwendung sind. Ein radikal-islamistisches Schulbuch, das mindestens über 8 Jahre lang an österreichischen Schulen zum Einsatz gekommen ist und zigtausend österreichische Kinder unterrichtet wurden, wo der Autor dieses Schulbuchs, der Herr Yusuf al-Maradawi, im bundesdeutschen Verfassungsschutzbericht von 2006 auch Erwähnung gefunden hat, weil er die Selbstmordattentate für gut geheißen hat. Dieser Autor des Schulbuches hat kein Problem dargestellt für die österreichische Bildungsministerin und für die Landesschulleiter. In diesem Buch wird die Todesstrafe für Homosexuelle und für Ehebrecher, Handabhacken für Diebe und Menschenhiebe propagiert. An österreichischen Schulen wird so etwas Rechtswidriges oder wurde so etwas Rechtswidriges im Sinne eines radikalen Islamismus einfach ungehindert gegenüber zigtausenden Schülern unterrichtet. In unserem mitteleuropäischen Heimatland, in unserem Rechtssystem hat so etwas nichts verloren. Da steht dann Passagen in diesem Schulbuch, das über 8 Jahre lang in Österreich Verwendung gefunden hatte, drinnen, ich zitiere, der Weltherrschaftsanspruch des Islams wird im ersten Kapitel bekräftigt. Öffentliche Zimmer mit jemandem zu begehen, mit dem man nicht verheiratet ist, das bedeutet für jeden Verheirateten, gilt dabei die Todesstrafe, ist da unterrichtet worden. Abkehr vom Islam steht da, ist ein Verbrechen, das mit dem Tod zu bestrafen ist. Hier an österreichischen Schulen unterrichtet. Und der Dieb und die Diebin schneidet ihnen ihre Hände ab als Lohn für ihre Taten. Versteht sich diesen Schulbuch für junge Menschen im Unterricht in Österreich eingesetzt auf eine Anleitung fürs weitere Leben? Ein Dokument der Frauenverachtung, das hier auch gelebt wird in diesem Schulbuch, wo steht, der Muslim dürfe mit bis zu 4 Frauen verheiratet sein. Hier in Österreich unterrichtet an österreichischen Schulen. Ja bitte, wo leben wir? Wir leben in Mitteleuropa, in christlichen Mitteleuropa, aber nicht irgendwo in der islamischen Welt, wo solche Ungeheuerlichkeiten erlaubt.